8 Uhr morgens in den Schweizer Bergen. Der Tag beim Pachamama-Festival beginnt mit einem rituellen Tanz der Maori, der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Gut, die Energie einsammeln. Beim Hakka sollen Gefühle gezeigt und innere Kräfte aktiviert werden. Fühl deine Füße, fühl deinen Kopf, fühl diese Säule von diesem Baum. Und fühl dich ganz bei dir, auch dieser Herzraum, ganz voll und stark. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt da kraftvoll und laut ist, sondern dass die Stärke innen wächst und dass es jeder erlebt und in sich halten kann auch. Das funktioniert recht gut. Menschen haben uns dann bestätigt, dass ihr Leben sich verändert hat und dass viel Kraft gekommen ist in ihr Leben. Viele kommen zu uns oder zu anderen, weil sie in der Kirche tatsächlich nicht mehr das finden, was sie gesucht haben. Menschen nehmen sich das Recht heraus, die Rituale für sich zu gestalten, die in ihrem Leben wirken, auch wenn andere, auch wenn Gelehrte darüber die Nase rümpfen. Fono, fono, taikie. There is so much more to human life. There's so much Es gibt so viel mehr über unsere Existenz und den Sinn dahinter, als die Wissenschaft heute beantworten kann. Are answering for us. Das spirituelle Festival ist nach Pachamama benannt, einem Begriff aus Südamerika, der für die heilige Mutter Erde steht. Der respektvolle Umgang mit der Natur, das Ehren der Ahnen, ein liebevolles Miteinander, das ist es, was die Menschen hier im Eigental in der Nähe von Luzern 5 Tage lang gemeinsam leben wollen. Daniel Hunziker hat nach einer langen Indienreise seinen Job als Buchhalter gekündigt und möchte jetzt Menschen zusammenbringen, die ähnlich denken wie er. Zeremonien, Rituale, Rhythmen, etwas, was uns ermöglicht, uns zu verbinden mit dem Spirit. Mir persönlich hilft das. Aber beim Tanzen, da war ich wie ein Adler am Fliegen. Und es war wunderschön, 100% Fokus auf was zu legen, wie in einem Ritual. In einer Zeremonie, in einem Konzert, kann einen dazu bringen, um ganz im Moment zu sein. Die Suche nach der inneren Mitte, nach Sinn und Bedeutung im Leben, das gehört offenbar zu unseren menschlichen Grundbedürfnissen. Wollen oder müssen wir Menschen an irgendetwas glauben? Auch jenseits der etablierten Religionen? Und falls ja, warum? Gerade an Wendepunkten des Lebens oder wenn wir Krisen durchleben, suchen wir Menschen oft nach alternativen Lebenskonzepten. Auch die spirituelle Reise der Französin Olivia Marier hat so angefangen. Also ich hatte immer eine Offenheit für spirituelle Themen, schon als Kind. Aber mein Wendepunkt war, als ich hochschwanger war und ich mein Baby verloren habe. Genau, also vor lange, lange Zeit. Das war mein Wendepunkt im Leben, wo ich gemerkt habe, ich bin auf der Suche nach etwas, was mir Halt gibt im Leben und wo ich wirklich einen Sinn, also ich war auf der Suche nach einem Sinn im Leben. Die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Zusammenhalt und dem Platz im Leben können die traditionellen Religionen offenbar nicht mehr stillen. Viele Menschen spüren Einsamkeit und Sinnlosigkeit im alltäglichen Leben. Olivia Marier schöpft Kraft und Zuversicht durch das Zusammensein mit Menschen, die ihre Werte teilen. Das ist wirklich so dieses Gefühl, was ich mir als Kind so sehr gewünscht habe, eine Familie zu spüren, was ich als Kind nicht gespürt habe, obwohl ich eine Familie habe. Aber ich fühlte mich ein bisschen fremd. Und jetzt habe ich all diese Menschen um mich herum gehabt, die sich so verbunden haben und die plötzlich da waren. Das ist so wirklich das Gefühl der Familie und gleichzeitig der Gemeinschaft. Ja, also es ist essentiell. Mhm.
Ganz wichtig ist Wegbegleitung. Wir alle müssen uns heute orientieren. Es ändert sich ständig alles. Es tauchen ständig neue Angebote auf und wir müssen uns orientieren. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es gibt Menschen, die gehen mit mir diesen Weg, die haben die gleichen Probleme und die gleichen, aber sie finden Antworten darauf und die teilen sie mit mir, dann kann das unglaublich attraktiv sein. Michael Blume hat Theologie und Politik studiert und ist Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung. Regelmäßig besucht er die Synagoge der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs und tauscht sich mit dem Rabbiner aus. Auch privat lebt Michael Blume die Vielfalt der Religionen. Er ist gläubiger Christ und mit einer Muslima verheiratet. In Religionsgemeinschaften war es traditionell so, man hatte einen Zusammenhalt, man hat auch Leistungen bekommen, aber dafür musste man auch erst mal was leisten. Man musste zeigen, dass man es ernst meint. Und das wollen viele Leute heute nicht mehr. Es wird nicht mehr das für wahr gehalten, was mir jemand vorpredigt oder was mir jemand abstrakt vorpredigt, sondern was ich selber fühle, was sich für mich stimmig anfühlt. Immer mehr Menschen in Deutschland wenden sich von den christlichen Kirchen ab. 2021 waren die Zahlen der Kirchenaustritte so hoch wie noch nie. Rund 350.000 Menschen sind aus der katholischen Kirche und rund 280.000 aus der evangelischen Kirche ausgetreten. 2022 ist das Jahr, wo zum ersten Mal in Deutschland nur noch eine Minderheit einer der großen Kirchen angehört. Wir haben die Säkularisierung jetzt in der Form, dass es keine religiösen Mehrheiten mehr geben wird, vor allem nicht in den Städten, sondern ein Netzwerk aus religiösen und spirituellen Minderheiten. Innerhalb der letzten 30 Jahre ist die Anzahl der christlichen Taufen um mehr als ein Drittel gesunken. Ebenso wie die Zahl der Jugendlichen, die zur Kommunion oder Konfirmation gegangen sind. Noch stärker ist der Rückgang bei den kirchlichen Trauungen. Immer weniger Paare suchen den Segen Gottes. Die Ritualdesignerin Elisabeth Mandl begleitet Menschen, die keine religiösen Feste mehr feiern, aber die Tradition der Übergangsrituale dennoch zelebrieren möchten. Ihre Angebote, ganz individuell, sind stark gefragt. Wir sind hier zusammengekommen, weil wir heute heiraten wollen. Hallo Trauzeuge. Mein Vater ist gestorben vor 6 Jahren und die Trauerfeier war eine unglaublich schöne Erfahrung. Und da hat die Bestatterin zu mir gesagt, weil ich die Rede gehalten habe, Mensch, das wäre doch ein Beruf für dich. Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Und dann hatte ich einen Burnout und bin 1,5 Jahre nach Thailand gegangen und habe da so erfahren dürfen, worum es mir geht im Leben, nämlich die Beziehungen zu anderen Menschen und authentische Beziehungen vor allen Dingen. Und dadurch bin ich dann zu meinem Beruf gekommen, einfach diese Echtheit wieder zu spüren. Und das gibt es vor allem eben in diesen großen Momenten des Lebens. Elisabeth Mandl plant Trauerzeremonien, die auch fröhlich sein dürfen. Kinderwillkommensfeste und Hochzeiten ohne Pfarrer, so wie heute in Brandenburg. Eine freie Trauung bedeutet, dass Marc und Annika sich heute nicht vor Kirche oder Staat das Jawort geben, sondern vor ihren allerliebsten Lieblingsmenschen. Und das seid ihr. Das ist für die Leute bedeutsam, denn alles verändert sich. Aus einer Schwester wird eine Schwägerin, aus einem Vater wird ein Brautvater und. Ich brauche Rituale, um diesen Durchgang zu gestalten. Marc und Annika mussten ihre Hochzeit wegen Corona mehrfach verschieben. Dann wurden sie Eltern eines Sohnes. Jetzt endlich ist es soweit. Sie glauben, ihre Ehe kann auch ohne den Segen Gottes gelingen. Ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis nach Individualität, das auch persönlich zu gestalten. Und der Halt vielleicht nicht mehr dadurch kommt, dass es so feste Rituale sind, die man schon seit Jahrhunderten macht, sondern dadurch, dass man das Gefühl hat, der Mensch, der da vorne steht, der weiß, wovon er redet. Und ich erkenne die Person wieder in der Zeremonie. Du und Marc, ihr seid ja von Arbeitskollegen zu Freunden geworden. Ich bin nicht kirchlich aufgewachsen. Ich wollte nicht in die Kirche, ich wollte das schon immer frei haben, wenn dann überhaupt. Eigentlich wollte ich gar nicht heiraten, aber das hat sich ja erledigt. Ja,
Und deswegen ohne Kirche. Ja, ich will. Sehr gut. Willst du mit Marc ein Leben lang an deiner Hand gehen? Dann antworte auch jetzt du mit Ja, ich will. Ja, ich will. Ja. Braut und Bräutigam haben sich für ein besonderes Ritual entschieden, um ihre neue Verbindung sichtbar zu machen. Sie haben Zukunftswünsche aufgeschrieben und verbrennen diese nun im Feuer. Es ist ein Hochzeitsritual, was aus Japan kommt ursprünglich, wo man glaubt, dass wenn man Wünsche in den Rauch gibt und der Rauch nach oben steigt in den Himmel, diese dann in Erfüllung gehen. Nummer 11. Wir wollen unseren Freunden und Familien immer helfen und wünschen uns auch ihre Unterstützung in Krisensituationen. Auch wenn sie nicht religiös sind, senden Annika und Marc ihre Wünsche mit dem Rauch in den Himmel, zu wem auch immer. Rituale sollen den Übergang ehren und im besten Fall über den Tag hinaus wirken. Ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, in unser Leben mehr solche Momente auch im kleineren Rahmen zu zeigen. Dass ich meinen Freunden öfter sage, was sie mir bedeuten oder ne, mehr anhalte im Hier und Jetzt bin. In der Kölner Lanxess Arena treffen sich Ende Juli 2022 ein Wochenende lang mehr als 10.000 überwiegend junge Menschen, die bereit sind, für die Suche nach ihrem Glück viel Geld auszugeben. Der Markt der Persönlichkeitsentwicklung wird auf jährlich 3 Milliarden Euro geschätzt und ist während der Corona-Pandemie stark gewachsen. Wow, wir sind ganz viele und das macht ja unglaublich stark und glücklich. Ich habe relativ wenig erwartet, aber bin sehr happy, dass ich hier bin. Man fühlt sich einfach gut, so wie man ist, weil man einfach von dem Umfeld her, einfach von jedem einzelnen Menschen dieses Gefühl bekommt, ich bin gut, so wie ich bin und das ist einfach wunderschön. Man geht einfach beseelt nach Hause. Spiritualität 2.0. Seelsorge für Menschen, die Lebensberatung außerhalb der Kirchen suchen. Am Abend der Höhepunkt des Festivals, die Stars der Persönlichkeitsentwicklung treten auf. Ihr Job ist es, Menschen glücklich zu machen. Und dann schau einmal den Menschen an, der neben dir sitzt. Und sag zu ihm oder zu ihr, es ist so schön, dass du da bist. Auch Christina und Walter Hommelsheim sind Life-Coaches. Coach ist keine geschützte Berufsbezeichnung, meist qualifiziert das persönliche Schicksal. Christina verweist auf eine schwierige Kindheit, Walter auf eine festgefahrene Beziehung. Ihre Lebenserfahrung wollen sie weitergeben. Der eine möchte einfach ein glücklicheres, erfüllteres Leben. Der nächste wünscht sich den Traumpartner und weiß nicht, warum es immer wieder nicht funktioniert. Der nächste wünscht sich mehr Geld, mehr Fülle, mehr Erfolg, mehr Gesundheit. Festivaltickets gibt's ab 99 Euro, Seminare kosten extra. Das exklusive Gesamtpaket bis zu 3.500 Euro. Wie die meisten Coaches bedient sich auch das Paar Hommelsheim bei Denkansätzen aus Philosophie und Psychologie. Die Kindheit ist tatsächlich die Ursache, das ist die Summe der Vergangenheit, ist das, was hier steht. Unser Gehirn ist ein Schwamm. Das nimmt alles auf. Alles, was es wahrnimmt. Aber die gute Nachricht ist auch, es ist in uns. Das heißt, es ist gar nicht das Außen, das da irgendwie im Weg steht. Das glauben wir nur immer. Tatsächlich steht hier nur einer im Weg. Und wer ist das? Wir selbst. Viele kommen zu uns oder zu anderen, weil sie in der Kirche tatsächlich nicht mehr das finden, was sie gesucht haben. Die Menschen suchen heute eine realistische, aktive Spiritualität, wo sie merken, okay, das kann ich verändern und das hat was mit mir zu tun. Das Angebot an Lebensberatung im Netz ist gigantisch. Die ersten Lebensjahre sind deswegen so prägend, weil sich das Gehirn in dieser Zeit verknüpft. Du musst nur die richtigen Zutaten in der richtigen Reihenfolge in dein Leben legen und dann wirst du deine Ziele erreichen. Erwecke die Kraft in dir. Keine religiösen Vorschriften beachten, sondern einfach nur klicken und zuhören.
Wie halte ich meine Partnerschaft dauerhaft aufregend und schön? Was kann ich machen gegen Prokrastination? Wie werde ich negative Glaubenssätze los? Man hört die Stimme, man hört auch mal den Zweifel, die Aufregung, die Freude, die Trauer. Und damit entsteht eine intensivere Beziehung, als sie sich alleine über Texte überhaupt herstellen ließe. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir durch Videos und durch Podcasts noch mal ganz neue Formen von Vergemeinschaftung erleben werden, die eben noch vor 50 oder 100 Jahren gar nicht denkbar waren. Christina und Walter. Persönlichkeitsentwicklung verspricht die Entdeckung einer inneren Kraft, die jeder Mensch in sich trägt. Praktische Übungen wie Meditation sollen dabei helfen. So, richte dich erstmal darauf aus, was genau würdest du denn gerne in deiner Zukunft erleben? Allein das Fokussieren oder das Beobachten in eine Richtung, in die ich möchte, also meine Vision zum Beispiel, immer mehr zu fokussieren, dass das was mit meinem Gehirn macht, dass das was mit meinem Leben macht. Und Spiritualität bedeutet, dass wir tatsächlich es für uns ausprobieren. Können Visualisierungen, die Fokussierung auf einen Moment, ein Ziel, wirklich unser Leben verändern? Und jetzt liegt es an dir, noch einmal richtig Vollgas zu geben. Wie viel Macht haben unsere Gedanken über uns? Atme dich hinein, du bist jetzt dort. Die Universitätsklinik Essen. Hier lehren und forschen Mediziner und Medizinerinnen zu der Frage, wie Gedanken und Erwartungen den Therapieerfolg beeinflussen. Sven Benson ist Medizindidaktiker und schult Studierende im Umgang mit Patienten. Was zu einer Verunsicherung beitragen kann, ist zum einen, dass zu viel auf die negative Seite geschaut wird, unter Zeitdruck beispielsweise dann im Rahmen einer Aufklärung nur über Risiken und Nebenwirkungen gesprochen wird, ohne auch zu betonen, warum diese Untersuchung oder diese Therapie für einen Patienten wichtig ist. Was ebenfalls eine Rolle spielt, ist Empathie und Zuwendung. Also Patienten, die sich verstanden, gut aufgehoben gefühlt haben, haben nachweislich weniger Stress, weniger Ängste. Schon das Lesen des Beipackzettels kann unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen. Fachjargon verunsichert, Zuwendung ohne Zeitdruck hingegen, Nachfragen und einfaches Erklären von Zusammenhängen wirken sich positiv aus. Unser Ziel ist letzten Endes, Therapien wirksamer zu machen und nebenwirkungsärmer zu machen, indem man eben neben der pharmakologischen Wirkung auch Aspekte der Kommunikation von Erwartung eben mitnutzt. Ulrike Bingel ist Sven Bensons Kollegin an der Uniklinik Essen. Die Professorin für Neurologie erforscht die physiologischen Grundlagen von Erwartungen. Wir wissen, dass unser Denken, Fühlen und Handeln wechselwirkt mit dem Körper. Und natürlich tun auch positive Gedanken das. Dass es eine Schnittstelle gibt zwischen Körper und Seele, und diese Schnittstelle heißt Gehirn, ja, das ist ja völlig klar. Ulrike Bingels Spezialgebiet ist der Placebo-Effekt und die Frage, welchen Einfluss Erwartungen speziell auf unser Schmerzempfinden haben. Im klassischen Sinne ist der Placebo-Effekt ein positiver körperlicher oder seelischer Effekt nach der Einnahme von Scheinmedikamenten, wo also die Wirksamkeit nicht auf irgendeine Substanz zurückzuführen ist. Mit einem einfachen Versuchsaufbau lässt sich dieser Effekt nachweisen. Auf einer markierten Stelle am Unterarm wird ein Gel aufgetragen, von dem die Probandin denkt, dass es ein schmerzlinderndes Medikament sei. Die ganz treibende Kraft von Placebo-Effekten ist die an die Behandlung, an das Placebo geknüpfte positive Erwartung. In Wirklichkeit enthält das Gel keinen Wirkstoff. Trotzdem schätzt die Probandin einen durch Hitze verursachten Schmerz an dieser Stelle deutlich geringer ein als an der Stelle, an der kein Gel aufgetragen wurde. Die Erwartung führt zum gewünschten Erfolg. Das Faszinierende ist, dass diese Befunde, die wir subjektiv untersuchen können, also im Empfinden, dass die auch objektiv im Gehirn, in der Physiologie messbar sind. Die Schmerzen werden ausgebremst, bevor sie im Gehirn ankommen. Bei dem schmerzlindernden Placebo-Effekt kommt es zu einer Aktivierung hier unseres frontalen Kortex, des Stirnlappens.
der spielt dann vermehrt zusammen hier mit dem Hirnstamm, insbesondere dem zentralen Höhlengrau. Und wir wissen, dass das dazu führen kann, dass hier eine absteigende Hemmung von Schmerzimpulsen stattfindet, die unten aus dem Rückenmark kommen. Dieser Effekt begleitet jede Therapie. Die Wissenschaft weiß, dass die Erwartungshaltung von Patienten und Patientinnen zum Beispiel durch die Darreichungsform oder Farbe der Medikation beeinflusst wird. Und der Effekt wirkt jeweils unterschiedlich. Wir wissen, die Gehirnarchitektur spielt eine Rolle. Wir wissen, Genetik spielt eine Rolle. Wir wissen, manche Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel Optimismus oder Ängstlichkeit, haben einen modifizierenden Einfluss. Aber ob das wirklich Faktoren sind, die über verschiedene körperliche Systeme hinweg, über Behandlung, über Erkrankung hinweg stabil vorhersagen, wer profitiert und wer nicht, das wissen wir nicht. Die Wissenschaft weiß, dass sie nicht alles weiß und nicht alles erklären kann. Das bestärkt immer mehr spirituell interessierte Menschen, sich unabhängig vom aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand auf die Suche nach Sinn und Glück zu machen. Die Akzeptanz ist sehr, sehr gestiegen. Die Leute sind offen. Sie sind offen, das anzunehmen, dass da nicht nur Arbeit ist, Ferien, dass es etwas anderes gibt. Gemeinsames Musizieren macht glücklich. Der Unterschied zum Kirchenchor ist nicht groß. Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist ganz wichtig. Und das Gefühl, okay, ich bin nicht ausgeschlossen, ich bin nicht alleine, ich gehöre zu Menschen. Und das kann man sich geistig vergegenwärtigen mit Handys, mit Medien, mit Telefonen. Aber das körperlich zu erfahren und auch emotional zu erfahren und energetisch im Feld, dieses, wir sind hier zusammen, wir sind dicht an dicht in einem Chor zum Beispiel, singen zusammen, haben die ähnliche Energieschwingungen. Das macht was mit dem Körper und das wiederum spiegelt sich auch im Geist wieder, dass wir uns entspannen können. Wenn Sie in die Musik gehen und in den Rhythmus gehen, dann geben Sie sich selber ein Stück weit auf. Also das heißt, anstatt selber die Kontrolle zu haben, werden Sie Teil von einem größeren Ganzen. Sie singen mit anderen zusammen, Sie geben sich dem Rhythmus hin. Das ist also deswegen in praktisch allen religiösen und spirituellen Traditionen ein wichtiger Bestandteil. Wenn ich diese Erfahrungen machen möchte, dann muss ich loslassen können. Und die Musik ist ganz häufig so ein Tor in dieses Loslassen hinein. Moderne Gesellschaften orientieren sich an Rationalität und evidenzbasierten Erkenntnissen. Aber wir Menschen sehnen uns nach einer Welt, in der Magie existiert und es eine geheime große Ordnung gibt. Den Glauben an übernatürliche Kräfte nennt die Psychologie magisches Denken, das Spezialgebiet von Peter Brugger. Der Schweizer Neuropsychologe ist zu Gast im Institut für Sport- und Gesundheitswissenschaften der TU München. Magisches Denken ist sicher im psychologischen Sinne eine Bewältigungsstrategie, sodass zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht oder man sich bedroht fühlt, dass man dann im Glauben eine Nische eben entwickelt und Halt findet im Glauben. Ich bin magisch denkend gewesen. Ja. Ich hab sogar eigentlich wegen dem bin ich zur Uni gegangen. Ja. Ich wollte herausfinden, wie das funktioniert, das alles, dieses Paranormale. Menschen suchen nach einem höheren Sinn und vermuten Muster selbst dort, wo es keine gibt. Ein einfaches Computerspiel veranschaulicht das. Du solltest dir den Käse holen, du bist das Mäuschen und du bewegst dieses Mäuschen über dieses Netz hier, indem du die Cursors hier, die Pfeile halt drückst. Du solltest einerseits den Käse möglichst viel erhalten, oder? Das Mäuschen ist nachher immer wieder da links unten, du kannst wieder anfangen. Und zweitens, du solltest rausfinden, wie du es schaffst. Der Proband hat 100 Versuche, um herauszufinden, welcher Weg zum Erfolg führt. Er glaubt an die Wirkung seines eigenen Handelns und lässt seine Maus die wildesten Wege laufen. Immer und immer wieder. Wir lernen eigentlich aus diesem ganzen Mäuschenspiel, dass der Mensch kreativ
sein will und eben auch ist. Er generiert Muster, testet sie bis zu einem gewissen Grade und erlangt so eine Belohnung. Der Kognitionspsychologe möchte jetzt wissen, ob der Proband die Lösung gefunden hat. Was muss er tun, um zu verhindern, dass die Falle zuschnappt? Meine Hypothese ist, dass ich die Maus, bevor ich sie auf das Feld vom Käse führe, mindestens 13 Mal bewegt haben muss. Und die 14. Bewegung dann eben die zum Käse sein muss. Und dass weniger Bewegungen dazu führen, dass die Falle dann zuschnappt. Machen Sie es? Oder? Sie haben es trotzdem. Also, was schließen Sie daraus? Dass meine Hypothese falsch war, auf jeden Fall. Ja, okay. Magisches Denken ist eigentlich, das kann man definieren als ein Verwechseln von Korrelation und Kausalität. Möchtest du es wissen? Unbedingt. Unbedingt. Okay, du warst nah mit den 14 oder 13. Jeder Knopfdruck braucht ja Zeit. Es ist, ja, was denkst du? Dann kommt es auf die Zeit an, die verstrichen sein muss, bevor das ist auch. Okay. Es ist alles mit 4 Sekunden. Wenn du kleiner als 4 Sekunden brauchst, dann hast du es nicht. Wenn alles, was länger ist, du kannst einfach warten. Und jetzt kannst du sagen, jetzt hast du es sowieso, weil es schon länger als 4 Sekunden gibt. Etwas braucht Zeit, dann haben wir den Käse. Aber wir sind nicht bereit, einfach zu warten. Wir könnten einfach da sitzen, 4 Sekunden warten, dann haben wir den Käse. Sondern wir wollen jetzt etwas machen. Wir denken viel zu komplex und viel zu weit. Wir können nicht einfach nur mit dem Chaos leben, sondern wir wollen Bedeutung, wir wollen Sinn sehen. Vor allem im Himmel haben wir Menschen schon immer Muster erkannt und bald auch einen Zusammenhang zu unseren Geschicken auf der Erde hergestellt. Die Astrologie ordnet jedes der Sternzeichen einem der 4 Elemente Erde, Luft, Feuer und Wasser zu. Sie bilden die Grundlage allen Lebens und sollen den Charakter des betreffenden Tierkreiszeichens besonders prägen. Die Erdzeichen stehen demnach fest auf dem Boden, gelten als zuverlässig und lieben Routinen. Die Luftzeichen wiederum sind die kreativen und kompromissbereiten Idealisten der Astrologie. Die Feuerzeichen, sie sind leidenschaftliche Energiebündel, unabhängig und selbstbewusst. Einfühlsam und sensibel dagegen die Wasserzeichen. Sie sind vor allem eins, emotional. Derart simple Wesens- und Charakterzuschreibungen aufgrund der Sternzeichen sind die Basis typischer Zeitschriftenhoroskope, die auch die Astrologin Uli May nicht ernst nehmen kann. Die Berlinerin bietet astrologisches Coaching an und bloggt erfolgreich über Astrologie. Für Uli May sind persönliche Horoskope eine Art Gebrauchsanweisung fürs Leben. Ein Geburtshoroskop ist halt super spannend, weil es wirklich diese Momentaufnahme ist, des Moments der Geburt. Und durch die Symbolik der Planeten, durch die ganzen Punkte, die es gibt, hast du halt die Möglichkeit, die Persönlichkeit eigentlich in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Geburtsdatum, Ort und Zeit der jeweiligen Person sind die Grundlagen eines persönlichen Horoskopes. Mit diesen Daten berechnet das Computerprogramm eines Astrodienstleisters die planetare Konstellation zum Geburtszeitpunkt. Darüber hinaus muss Uli May diverse weitere Parameter bestimmen. Sie hat sich ihr Wissen autodidaktisch erarbeitet. Heute hat sich Katrin Andres für ein astrologisches Coaching angemeldet. Beide Frauen treffen sich zum ersten Mal. Hallo Katrin, hallo. Hi, ich bin Uli. Hallo Katrin, hallo, freut mich. Super, mich auch. Komm rein. Ich bin durchaus ein sehr rationaler Mensch, aber es gibt so feine Sensoren, die entweder ich habe oder die ich irgendwo in Dingen spüre. Und da liegt für mich eine Form von Spiritualität. Die 41-Jährige entspricht Uli Mays Klientel. Wer Rat bei den Sternen sucht, ist meist weiblich und möchte etwas verändern im Leben. Bei dir ist es super spannend, weil du tatsächlich ein Element mit nur einem Planeten vertreten hast. Und das ist immer, hebt immer den Planeten raus und auch das Element. Und das ist deine Sonne. Das ist relativ selten, ein Solarer Singleton so genannt, den auch einige Astrologen gar nicht berücksichtigen. Das ist aber meiner
Einschätzung nach immer ein großer Fehler, weil das schon den Charakter sehr prägt. Es gibt verschiedenste astrologische Schulen, wahrscheinlich genauso viele astrologische Schulen, wie es Astrologinnen und Astrologen gibt. Und die sind sich untereinander uneins, welche Himmelskörper überhaupt in ein Horoskop hineingehören. Das sieht man auch schon ein bisschen, dass es da eben nicht wissenschaftlich zugehen kann. Für den Astrophysiker David Gruber hier in der Volkssternwarte München ist Astrologie nichts anderes als Aberglaube, eine spirituelle Gestirnsreligion. Für ihn gilt, wer eine Behauptung aufstellt, muss sie auch beweisen. Also wenn von Einfluss der Himmelskörper auf die Erde und Menschen gesprochen wird, dann muss man unterscheiden zwischen den naturwissenschaftlich nachgewiesenen, wie zum Beispiel die Sonne, die den Motor darstellt für Wetter- und Klimageschehen, oder der Mond, der das Jagd- und Beuteverhalten von Tieren beeinflusst oder die Gezeiten verursacht, und jenen Einflüssen, die die Astrologen in der Regel meinen, dass die Sterne sozusagen unser Schicksal bedingen, also dass der Einfluss sozusagen auf unseren Charakter, auf unsere Zukunft sich ausspielt und dass man da was lesen kann in diesen Sternen. Und da muss man aus naturwissenschaftlicher und astrophysikalischer Sicht ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Man muss auch nicht an Astrologie glauben, in Anführungsstrichen. Das ist wirklich kein Religionsersatz oder sowas. Es hat damit nichts zu tun. Es ist wirklich ein Werkzeug, um sich selber besser kennenzulernen und auch bestimmte Krisen auch besser zu durchstehen. Auch Katrin Andres steht vor wichtigen persönlichen Entscheidungen. Während der Sitzung beschreibt Uli May genau den Charakter, die Verhaltensweisen und Gefühle ihrer Klientin. Es kommt zu einer Szene, die Katrin überrascht und emotional berührt. Wenn man dir wirklich ganz nahe kommt, wenn es sehr persönlich wird, bist du sehr, sehr sensibel und sehr tieffühlend und intensiv fühlend. Wenn man dich als Freundin hat und man steht mit dir gut und man ist wirklich eng, dann würdest du sehr viel für einen tun. Sehr, sehr, sehr viel. Ja. Mhm. Also du bist eine sehr hingebungsvolle Freundin und auch potenziell Partnerin, wenn du in der Partnerschaft bist. So, ja. Und brauchst es auch, wünschst dir das halt auch. Ja. In dem Moment war es extrem gruselig. Ich kannte Uli nicht. Kennen Sie auch jetzt nach dem Gespräch nicht mehr. Und dieser Mensch erzählt mir Dinge über mich, die ich sehr stark spüre. Was Katrin möglicherweise als magisch empfindet, nennt die Psychologie den Barnum-Effekt. Barnum-Effekt heißt, das kommt ja vom Zirkusdirektor Barnum, der für alle etwas in seinem Zirkus ausstellen wollte. Ne? Also eine Aussage, die für jeden zutrifft. Also ich sage irgendwie, Sie sind eine Persönlichkeit, die eigentlich sehr vorsichtig sind. Und doch wagen Sie immer mal wieder etwas Neues. Ich meine, das sieht sich einfach jeder, oder? Ob Weisheit aus den Sternen oder nicht, Katrin will sich ihren Themen aktiv stellen. Ein bisschen verschwommen, aber an den Ecken. Also, das ist der Gegenstand. Ob jetzt das den Knoten löst, das mag ich jetzt gerade noch nicht zu beantworten. Aber es gibt einem auf jeden Fall eine gute Unterstützung, sich doch ein bisschen näher bei sich selber zu bleiben und sich mehr zu vertrauen. Die Astrologin ist überzeugt von der jahrtausendealten Praxis. Alle Kulturen eigentlich wirklich seit den Steinzeitkulturen sind davon ausgegangen oder haben beobachtet, dass eine Korrelation besteht zwischen dem, was am Himmel passiert und was hier passiert. Der Mond ist immer natürlich das offensichtlichste Beispiel. Der Mond beeinflusst halt Flüssigkeiten auf der Erde. Also die Meere, auch unsere Körperflüssigkeiten, der weibliche Zyklus ist im Zyklus des Mondes getaktet und auch sehr, sehr viele andere Dinge. Jetzt muss man aber mal erstens mal festhalten, altes Wissen ist vorwiegend eines, nämlich alt. Und hat wer schon mal die Gezeiten in einem Swimmingpool gesehen oder in einem Wasserglas zum Beispiel? Also das Argument ist schlichtweg falsch. Die Gezeitenkraft wirkt auf alles, auf den gesamten Himmelskörper, natürlich auch auf den Menschen, aber in einem sehr, sehr geringeren Ausmaß. Die Last einer Kopflaus, die ich jetzt hoffentlich nicht habe, hat eine viel größere Gezeitenkraft auf mich als der Mond in diesem Moment. Die Astronomie versucht, das Weltall wissenschaftlich zu verstehen und ist sich ihrer Grenzen durchaus bewusst. Für David Gruber hat die Astrologie mit Sternen eigentlich gar nichts zu tun. Der größte Irrglaube der Menschheit ist zu glauben, dass das Sternzeichen
etwas mit dem Sternbildern am Himmel zu tun hat. Jeder von uns kennt sein Sternzeichen und glaubt, das hätte mit den Sternbildern am Himmel was zu tun. Und dem ist aber heute nicht mehr so. Unser Sternzeichen, das kam vor 2000 Jahren aus dem Umstand, in welchem Sternbild steht die Sonne. Und das war dann das Sternzeichen. Wenn man sich das heute anschauen würde, für unsere Geburtstage, dann würde man feststellen, das stimmt für 90% der Menschen stimmt das gar nicht mehr. Wir haben alle eigentlich das falsche Sternzeichen. Das sind einfach zwei Systeme, die gegeneinander stehen. Dass eben Religion, man könnte sagen Spiritualität und Wissenschaft einfach zwei verschiedene Seiten einer Münze sind, die verschiedene Arten haben, an die Dinge ranzugehen. Aber das eine entwertet nicht das andere. Der Glaube an bedeutungsvolle Zusammenhänge, wie bei Sternenbildern, hilft uns Menschen, uns in der Welt zu orientieren. Christian Rominger forscht auf dem Gebiet der bedeutungsvollen Koinzidenzen. Eine bedeutungsvolle Koinzidenz ist ein Zusammentreffen von einem inneren Vorgang und Gedanken und einem äußeren Ereignis. Man denkt über etwas nach, zum Beispiel über einen Freund, den man schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Und genau in dem Moment koinzidiert es mit einem äußeren Ereignis, nämlich zum Beispiel dieser Freund ruft dann an. Genau in dem Moment, wo man es denkt. Und genau dieses Ereignis wird als bedeutungsvoll erlebt. Es gibt Persönlichkeiten, die öfter und intensiver bedeutungsvolle Koinzidenzen erleben. Mit einem Assoziationstest lässt sich prüfen, wer dazu neigt. Der Proband sieht Tintenklecksbilder und notiert Substantive, die ihm dazu einfallen. Personen, die mehr Ideen generieren, mehr Sinnvolles in diesen Tintenklecksen erkennen, neigen auch dazu, mehr Sinnvolles in zeitlichen Abläufen zu erkennen. Unser Proband hatte jetzt zum Beispiel 6 Assoziationen von in Summe 36 möglichen. Das ist natürlich wirklich extrem hoch, diese Zahl, und deutet darauf hin, dass sein Koinzidenzerleben wahrscheinlich etwas niedriger ausgeprägt ist. Mithilfe eines EEGs untersucht Christian Rominger Änderungen in der Hirnrindenaktivität des Probanden, während dieser Arbeitsgedächtnisaufgaben löst. Der Proband sieht für wenige Sekunden am Monitor 4 Symbole und muss dann schnell entscheiden, ob ein kurz darauf gezeigtes Symbol Teil der Vierergruppe war. Bei der Messung zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Gehirnaktivitäten von eher spirituell und streng rational denkenden Menschen. Wir haben festgestellt, dass Personen, die viele Koinzidenzen erleben, eine schlechtere Leistung in diesem Arbeitsgedächtnistest gezeigt haben. Und zusätzlich noch, dass sie auch eine neuronale, andere Aktivität gezeigt haben. Was darauf hinweist, dass sie mehr Aufwand betreiben mussten, um die Informationen im Gedächtnis zu halten und die Aufgabe adäquat zu erfüllen. Unser Proband hatte beim Tintenklecks- oder Rorschach-Test wenige Assoziationen. Dafür aber eine sehr gute Leistung im Arbeitsgedächtnistest. Er neigt also eher nicht zum magischen Denken und nimmt keine Zusammenhänge wahr, wo keine sind. Das Koinzidenzerleben kann sehr schön erklären, wie wir Aberglaube entwickeln können. Gut bekannt ist uns das aus dem Sport. Ja, ein Spieler, Fußballspieler, erreicht eine hohe Torzahl mit einem speziellen Trikot. Danach neigt er vielleicht mal dazu, immer wieder dieses Trikot zu tragen, um eine ähnliche Leistung abrufen zu können. Und dahinter steckt eigentlich dieses Verbinden von zwei Ereignissen. Erfolgreich zu sein und ein gewisses Kleidungsstück zu tragen. Diese Forschung, die wir uns da angeschaut haben, ist ein Schritt vor dem Glauben, ist ein Schritt vor der Spiritualität. An der Harvard Medical School in den USA lehrt und forscht ein führender Vertreter der noch relativ jungen Fachdisziplin Neurospiritualität, Michael Ferguson. Seine eigenen spirituellen Erlebnisse haben den Neurowissenschaftler motiviert, folgende Frage zu erforschen: Wie können religiöse Gefühle neurophysiologisch erklärt werden? Mein Interesse an der Neurospiritualität wurde durch mein Aufwachsen in einem sehr religiösen Haushalt geweckt. In unserer Familie gehörten Wunder und die Verbindung zum Göttlichen einfach zum Alltag dazu. In der Geschichte der Menschheit gingen Heilung und Spiritualität immer Hand in Hand. Heute sind sie strikt voneinander getrennt. Michael Fergusons Mission ist es, diese Mauer wieder einzureißen, mit Hilfe der Wissenschaft.
Es ist wirklich interessant zu sehen, wie diese Mauern teilweise einstürzen. Und das verdanken wir vor allem der neurowissenschaftlichen Forschung zur Meditation. Vor 50 Jahren erschien die Vorstellung, man könne sich im Schneidersitz auf ein Kissen setzen und sich von seinen Gedanken und typischen Denkmustern lösen, vielen Menschen als ziemlich esoterisch, völlig abgehoben. Nach mehreren Jahrzehnten neurowissenschaftlicher Forschung ist die therapeutische Wirkung von Meditation heute auch in der westlichen Medizin unumstritten. Zu Beginn seiner Karriere hat Michael Ferguson Mormonen im Gebet untersucht. Beim Empfinden einer tiefen Verbundenheit mit Gott zeigte sich im Hirnscanner vor allem das Belohnungssystem des Gehirns, der Nucleus accumbens, aktiv. Ähnlich wie beim Sex oder der Befriedigung einer Sucht. Die Ähnlichkeiten zur Sucht machen mich sehr neugierig. Also das Ausmaß, in dem religiöse und spirituelle Verwandlung tatsächlich Ähnlichkeiten mit Suchtprozessen aufweist. In diesem Fall könnte man es eine göttliche Sucht nennen. Etwas, das einen tiefer und tiefer in das heilige Mysterium führt. In seiner aktuellen Forschung hat Michael Ferguson 88 Patientinnen und Patienten, denen krankheitsbedingt Teile des Gehirns entfernt werden mussten, jeweils vor und nach dem Eingriff ausführlich zu ihren religiösen oder spirituellen Gefühlen befragt. Wenn wir feststellen, dass die spirituelle Akzeptanz eines Patienten nach der Operation zu- oder abnimmt, verfolgen wir das ins Gehirn zurück. Wir stellen die Frage, welcher spezifische Bereich des Gehirns wurde entfernt? Während die meisten Eingriffe folgenlos für das Empfinden von Spiritualität blieben, berichteten Probandinnen und Probanden nach Eingriffen im zentralen Höhlengrau, medizinisch PAG abgekürzt, über deutliche Veränderungen in ihrem spirituellen oder religiösen Empfinden. Dieses Hirnareal gehört zu den evolutionär ältesten Strukturen des menschlichen Gehirns. Es ist einfach faszinierend, geradezu poetisch. Es gibt in vielen spirituellen Traditionen diese enge Verbindung zwischen Spiritualität und hingebungsvoller Liebe. Die Tatsache, dass wir bei Menschen Spiritualität in dieser Hirnstammregion lokalisieren konnten, und es parallel dazu Forschung gibt, die zeigt, dass die direkte Stimulation des zentralen Höhengraus bei Tieren fürsorgliches Verhalten steigert, ist eine sehr poetische Verbindung zwischen Spiritualität und Liebe. Michael Ferguson glaubt, dass es durch immer leistungsstärkere Technologien bildgebender Verfahren zu weiteren bahnbrechenden Entdeckungen kommen und seine Vision Schritt für Schritt Wirklichkeit werden wird. Ich hoffe, durch meine Forschung die intrinsische Heilwirkung von Spiritualität viel besser nutzen zu können, indem spirituelle Praktiken präzise zur Linderung bestimmter Symptome eingesetzt werden können. Viele Menschen suchen nach innerem Frieden. Unsere rationale, chaotische Welt braucht Raum für Spiritualität. Vor vielen Milliarden Jahren ist mindestens ein Stern explodiert, aufgrund dessen ich heute hier sein kann. Denn die Atome, aus denen dieser Stern bestand und die er gemacht hat, aus denen bestehe ich heute. Und diese Erkenntnis, dass wir Kinder der Sterne sind, dass wir dieser wirklich wissenschaftlich nachgewiesene Sternenstaub sind und dass das Universum in uns drinnen ist, das ist für mich Spiritualität, weil das gibt mir diese enorme Verbindung zum Weltall um uns herum. Und immer wenn ich zum Sternenhimmel schaue, dann spüre ich dieses tiefe Gefühl der Ehrfurcht und der Verbundenheit mit den Sternen. Nur sollten wir Esoterik und Aberglaube nicht zur Wissenschaft erklären und Religion nicht zum Gesetzgeber unserer zivilen Gesellschaft erheben. Religiosität und Spiritualität ist Teil unserer Natur und wir haben die Möglichkeit und die Verantwortung, damit gut umzugehen. Möglicherweise laufen religiöse und spirituelle Fragen immer wieder auf einen Punkt zu, an dem es ungeheuer wünschenswert erscheint, obwohl es nicht realistisch ist, ernsthaft zu glauben, es könne doch einen absoluten Standpunkt geben. Einen Standpunkt,
den man selbst, womöglich als einer der wenigen Auserwählten, als wahr erkannt hat.